So, und herzlich willkommen. So, ich war jetzt auf Toilette, habe mich mal ein bisschen entspannt und gespeichert. Und nun ist es auch um Abraxas geschehen. Ich muss schon sagen, deine Geschichte ist ganz schön brutal, Opa. Das Leben ist brutal, nicht meine Geschichte. Ach, Opa, hast du es denn nicht, hast du es denn so schwer gehabt in deinem Leben? Naja. Ich habe zumindest sehr viel erlebt. Gutes wie Schlechtes. Aber das ist jetzt egal. Sind die Mädchen immer vor dir geflüchtet? Leider. Moment mal. Das geht dich gar nichts an, du kleiner frecher Fratz. Entschuldige, Opa. Du willst sicher wissen, wie jetzt die Geschichte weitergeht, oder? Aber klar, Opa. Die drei sind jetzt also auf der Suche nach einem Schloss. Genau. Den Schlüssel, den sie gefunden haben, ist wichtig, um Abraxas Auftraggeber zu finden. Ach Opa, da fällt mir noch was ein. Ich muss schon sagen, dass Aisha und Abraxas mal ein Paar waren, hat mich doch überrascht. Aber irgendwie ergibt es einen Sinn, auch wenn es dann doch ein großer Zufall ist, dass Aisha eben mit Walnut zusammengekommen ist. Wieso Zufall? Nachdem Aisha alias Molana vor Abraxas floh, musste sie sich doch irgendwo verstecken. Und sie dachte einfach, das beste Versteck ist, wenn sie sich als normaler Mensch ausgibt, ihren Namen ändert und sich einen Menschen als Partner aussucht. Denn welcher Vampir würde schon erwarten, dass sich ein Vampir mit einem Menschen ausgibt? Vampire sehen Menschen nur als Nahrung. Menschen stehen für sie eine Evolutionsstufe unter ihnen. Da ist was dran. Jetzt wird nur noch die große Auflösung, wer denn nun Abraxas Auftraggeber war. Da bin ich ja mächtig gespannt drauf. Keine Sorge, darauf kommen wir schon sehr bald. Was dann wohl geschehen wird, wenn sie ihn treffen? Töten werden sie ihn ganz bestimmt. Doch was dann? Werden sie sich wieder zurückziehen? Oder werden sie die Rasse der Vampire wieder aufblühen lassen? Das wirst du alles schon bald erfahren. Denn jetzt nähert sich die Geschichte schon dem Ende. Na dann, Opa, erzähl mal weiter. Jetzt werd mal nicht frech, ich erzähle ja schon. Auf jeden Fall haben die drei einen Tag Pause gemacht, um über alles nachzudenken und sind nun bereit, das Geheimnis endlich zu lüften. Alles klar. So, ich habe noch ein bisschen was zu tun hier im Spiel. Ich muss noch nach Dranak, da gibt es noch was zu holen. Dann muss ich noch zu den Kindern der Apokalypse. Muss sowieso noch nach Astion. Ich weiß auch, wo es weitergeht. Das weiß ich noch aus dem Kopf. Weil es gibt ja... Hey, jetzt fällt es mir wieder ein. Was denn? Das Wappen, was wir bei Abraxas gefunden haben. Was ist damit? Schaut euch mal das Burgwappen an. Es ist dasselbe. Das würde bedeuten, dass Abraxas hier irgendwas zu schaffen hatte. Oder er hat einen Königsritter ermordet, der das Wappen bei sich hat. Das werden wir hoffentlich herausfinden. So, die sind eigentlich uns relativ egal. Wir können sie natürlich platt machen, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Wir kommen jetzt hier mit diesem Wappen, kommen wir in diese Schatzkammer. Probier mal das Wappen. So. Wunderbar. Das kriegen wir jetzt auch auf Vampirkrallen. Endlich, Elaine, endlich. Oh, super. Lanes stärkste Waffe. Wunderbar. Drei Speichersteine. Leer. Das kann nicht sein. Verdammt, wo ist das ganze Steuergeld? Moment. Da hinten in der dunklen Ecke liegt doch etwas. Ein kleines Buch. Es trägt den Titel Steuern dieses Jahres. Was steht drin? April 19.450, Mai 14.292, vielleicht Juni 13.000 und so weiter. Das sind doch riesige Steuerannahmen. Steht da nicht drin, wo sie denn nun sind? Moment, hier steht noch was Interessantes. Zahlungen an Mr. X im Mai 14.000, im Juni 13.000. Irgendjemand hat die ganzen Steuergelder bekommen. Doch nicht etwa Abraxas, er hatte doch für Geld Vampire gejagt. Das würde auch erklären, warum er das Schlosswappen bei sich hatte.
Dann hat er König Abraxas beauftragt, die restlichen Vampire zu töten. Wäre doch denkbar. Aber das würde ja bedeuten, dass der König von der Existenz der Vampire wusste. Aber wieso hat der König nicht einfach seine Ritter losgeschickt, sondern nur Abraxas? Vielleicht wusste er von der Existenz der Vampire, wollte so das Volk aber nicht beunruhigen. Schließlich gibt es ja keinen Vincent Vaynard mehr. Die Leute würden nur noch in Angst leben. Oder vielleicht war nur Abraxas allein fähig, die anderen Vampire zu suchen und dann zu töten. Vielleicht war er der Einzige, der stark genug für diese Aufgabe war. Aber dann gibt es noch einen Logikfehler. Wir haben doch Abraxas damals in seiner Höhle belauscht, wie er mit seinem Auftraggeber sprach. Und da hatte er offensichtlich Angst, dass er selber einmal getötet wird von seinem Auftraggeber. Aber wenn nur Abraxas stark genug war, um die anderen Vampire zu töten, dann hätte er sicher keine Angst davor, selbst einmal getötet zu werden, schon gar nicht von dem König. Das stimmt natürlich. Außerdem sehe ich hier nirgends eines dieser Kommunikationsgeräte. Dann kann Mr. X nicht Abraxas sein und folglich hat der König jemanden anderen bezahlt. Hier steht noch was. Ich hasse es, immer nach Asran zu gehen und das Geld auf dieses Grab zwischen den Blumen zu legen. Ich komme mir dabei immer so schäbig vor, doch ich sehe keine andere Lösung für das Problem. Meine Berater fangen schon an, mir die merkwürdigsten Fragen zu stellen, wieso ich immer alleine an dieses Grab will. Ich sage ihnen immer, dass dort einer meiner Geliebten vergraben ist, doch das ist natürlich gelogen. Niemand darf das Geheimnis erfahren, niemand darf von der Existenz dieser Monster, dieser Vampire erfahren. Die Leute würden Angst bekommen und befehlen, dass ich mein Heer losschicken soll, um die Vampire zu vernichten. Doch die Leute sehen nicht, dass das der Untergang meiner Armee wäre. Sie sind einfach nicht stark genug, um es mit Vampiren aufzunehmen. Doch zum Glück glauben sie immer noch, dass die Vampire von Vincent Vaynard komplett ausgerottet wurden. Und so kann ich hier einigermaßen im Frieden herrschen. Und damit das auch weiterhin so bleibt, habe ich mich auf den Handel mit ihm eingelassen. Sein Name werde ich absichtlich nicht in diesem Buch verraten, da es in die falschen Hände geraten könnte. Er sagte, es wäre für die gesamte Menschheit besser, wenn die Vampire endgültig vernichtet würden. Er selber könnte es aus offensichtlichen Gründen nicht mehr tun. Es wäre zu gefährlich für ihn. Doch er hat schon einen Handlanger gefunden, der diese Arbeit erledigt. Doch natürlich nur gegen entsprechende Bezahlung und diese hat sich gewaschen. Mr. X wollte noch das Schlosswappen, das er dann seinem Handlanger geben wird, für den Fall, dass er mir wichtige Informationen überbringen muss. Tatsächlich habe ich ihn bis heute noch nicht zu Gesicht bekommen. Ich bete zu Gott, dass niemand erfährt, wofür ich die Steuernahmen tatsächlich verwende. Meine Ritter haben sich schon beschwert, dass ich nur noch billige Waffen aus der Wüste kaufe. Doch ich brauche das Geld für Mr. X. Es ist das Beste für mich und den Rest der Menschheit. Möge Gott mich leiten. Das ist ja ein richtiger Tagebuchantrag. Unglaublich. Der König wusste also von der Existenz von Vampiren. Und er hat tatsächlich das Geld dafür verwendet, dass die Vampire ausgerottet werden. Auch hatte er Angst um seine Ritter und damit um seine Macht, so dass er alles geheim halten musste. Und folglich ist Abraxas wirklich nur ein Handlanger gewesen, ein bezahlter Vampirjäger. Wir müssen herausfinden, wer das Geld erhalten hat und wer damit Abraxas Auftraggeber war. Und dann werden wir ihn töten, als Strafe dafür, dass er uns töten lassen wollte. Und alle anderen Vampire auf der Welt. Ja, ja, die auch. Du bist wirklich ein Egoist, Asghar. Ich weiß. In diesem Text stand etwas davon, dass der König das Geld immer auf das Grab von Asran gelegt hat. Dort sehen wir hinein. Asran, in dieser Stadt verwandelte ich mich in einen Vampir. Wenn das mal kein Zufall ist, dass uns diese Reise nun länger in diese Stadt führt. Da hinten in Levik. Ein Fehler! Yeah, leerer als leer. Absolut leer. Da ist wahrscheinlich nichts. Die Truhe ist leer. Ach, Walna, komm, bitte. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Alles leer. Super. Okay. Ich hoffe, das passt. So. Ich habe mal eben den König umgebracht. Seine Berater. Keiner hat was gemerkt. Das ist schön. Das ist wunderbar. Macht's gut, Leute. Haut rein. So. Kann ich eigentlich Zuflucht machen? Nee, bringt nichts, okay. So, Fledermausmantel. Jetzt gehe ich erstmal nach Astion. Ich habe hier noch zwei Sachen zu klären. Das Kreuz, was ich bei der Nonne gefunden habe, muss ich dem Priester übergeben. Und den Opferdolch dem Dingsbums.
dann sollten wir eigentlich soweit alles geschichtlich haben. Es gibt noch eine Sache, die ich aber, glaube ich, nicht mehr in dem Let's Play zeigen kann. Also können schon, aber ich will es auch irgendwann mal zum Ende bringen. Schneedorf. Es gibt noch ein Schneedorf. Das Besondere an diesem Schneedorf ist, dass man dort Speichersteine kaufen kann. Ich weiß allerdings noch nicht, wie man da hinkommt. So, Priester, hier, dein Kreuz. Habt ihr das Kreuz gefunden? Ja, hier ist es. Oh, ihr habt es wirklich gefunden. Die Kirche ist euch wirklich dankbar. Doch sagt, was ist mit Schwester Miriam? Sie, nun, ich verstehe. Möge ihre Seelen in Frieden ruhen. Doch wisst ihr, wie sie gestorben ist? Nein. Eigentlich haben wir das Kreuz nicht bei ihr gefunden, sondern in einem Geschäft. Oh, Schwester Miriam, wie konntet ihr nur eine so furchtbare Tat begehen und das Kreuz verkaufen? Ich werde beten, dass sie bald wieder auf Gottes Pfaden wandelt. Nun, da können wir wohl nicht mehr helfen. Nehmt diesen heiligen Sand als Belohnung. Naja. Das sind immerhin 10 Einheiten, das ist okay. Gut, jetzt muss ich zu den Kindern der Apokalypse. Dann kriegen die den Opferdolch, also der Oberaufseher. Dann ist der total happy und rutscht uns die Eier, hoffentlich. Nee, bitte nicht. Und fertig. Dann haben wir die auch hinüber. Dann sagen wir dem Typen natürlich auch gleich hier, was Sache ist. Apraxas ist hinüber. Der jagt keine Vampire mehr. Man kann immer bessere Sachen kaufen, wenn man die Aufträge hier erledigt. Das ist der letzte Auftrag. Habt ihr den Dolch gefunden? Ja, haben wir. Ernsthaft? Ja, hier ist er. Wirklich unglaublich. Ihr seid wirklich loyale Anhänger unserer Sekte. Wir können euch gar nicht genug danken. Nehmt dies als Belohnung für das, was ihr für unsere Sekte getan habt. Vampirschild. Geil. Aber. Hab ich schon. Aber okay. Cool. Super. Hallo, ich kann euch verschiedene Tränke mit reichlichem Brot. Habt ihr Interesse? Sicher. Da ihr bereits ein sehr gutes Mitglied seid, kann ich euch Folgendes anbieten. Blutschutzring, Vampirsteine. Komplette Heilung für alle. Erstmal hier natürlich alles voll kaufen. Ich will in die Gruft gehen. Ich will mir noch... Oh, 10.000. Das war cool. Das ging schnell. Aber gut, klar, wir haben alles fertig gebaut. So. Ausrüstung. Vampirschwert, Schild, Rüstung, Helm. Genau. Ich brauche noch 2 Helme, ansonsten habe ich alles. Okay. Aber ich weiß nicht, ob ich das Schicksalsspiel machen will. Deswegen kaufe ich mir einfach noch Vampirsteine. Ich meine, die machen voll. Das ist ganz cool. Die sind natürlich schweineteuer, aber ist okay. So, wenn ihr etwas benötigt, dann kauft bei unseren Händlern. Machen wir. Okay. Alles klar. Wir haben hier noch einen Rüstungshändler. Vielleicht verkauft er mir ein paar coole Sachen. Ich glaube es zwar nicht, aber okay. Einfach mal gucken. Vielleicht habe ich ja Luck. Ja, ja. Zeig mal, was du hast. Nee. Okay. So, dann haben wir das jetzt fertig. Jetzt geht es eigentlich nur noch nach Asran. Ja, das kann man so lassen. So, will ich mal gucken. Was sind denn die Aufgaben? Finde das passende Schloss für den eckigen Schlüssel aus Apraxas Turm. Gehe nach Asran und suche das Grab. Eckige Schloss für Linksbums. Okay, aber ich glaube, das ist auch in Asran, meine ich.
oben ist Uruya. Asran war in der Nähe vom Schloss Tranak. Meine ich. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ich will ihn nochmal speichern. Ist das der Anfang vom Ende oder Ende vom Anfang? Okay. Ja. Jetzt ein relativ kurzer Part gewesen, aber. So, dies müsste das Grab sein, sonst ist hier ja keins weiter. Seht ihr irgendwas Auffälliges? Nicht wirklich. Vielleicht ist hier nichts. Und das Geld wurde nur hier abgelegt und wurde von jemandem abgeholt. Denkst du wirklich? Hey, warte mal, da unten unter dem Blumenkranz ist was. Ein eckiges Loch sieht aus, als wenn da was Pyramidenförmiges reinpasst. Der Schlüssel aus der Praxis Turm, probier's. Passt perfekt. Eine Treppe. Irgendwas sagt mir, dass wir dort unten eine Antwort finden. Das wird interessant. Das wird interessant. Okay, hier geht's runter. Gibt's hier eigentlich Gegner? Ja, gibt's. Höllenkrieger, oh je. Höllen oder Höhlen? Höllenkrieger, okay. Fick die Henne, warum sind die so stark? Alter. Alter Oh, hier kannst du trainieren wie bekloppt. Wie viel braucht der Wallner noch? 717 minus 629. Vampirstein, das ist cool. Aber trotzdem, Blutelixier, ja, mach ich mal voll, passt. Ich glaube, das ist. Alter, Beholder? Was ist denn ein Beholder? Okay, sieht auf jeden Fall lustig aus. Behold! Okay. Verstummt, schläft, alles klar. Ja, komm, Walter, mach. Das ist Vieh tot und der Rest ist fertig. Alter Schwede. So, ich will mal gucken. Starke Seele 75. Schatten der Nacht. Ich will mich jetzt echt nochmal ein bisschen buffen. Seele, Wallner, Stärke. Starke Seele, Wallner, Stärke. Ja. So, ja, das kann ich noch viermal machen, dann passt das eigentlich. Ja, ich habe jetzt Lane-Stärke gemacht, weil ich gerade ein bisschen geistig abwesend war. Aber der Praxisturm war echt ein bisschen hart. Ein bisschen hart. Ein bisschen viel hart. Vor allem überhaupt nicht übertrieben.
Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, also der Abraxas-Turm, der war too much. Der war einfach nur, ich will jetzt einfach nur noch die Leute, die es bis dahin durchgequält haben, die fressen jetzt alles. Und deswegen will ich die leiden sehen. Anders kann ich mir das nicht erklären, was nicht unbedingt förderlich ist. Aber dafür ist es ein gratis Spiel, also... Ja. Alter Schwede. Ich kann mir überlegen, ob ich mir einen Höllendämon, ob ich mir einen Dämon beschwören soll, ey. Alter, machen die Aua, ey. Boah. Alter, so ein Dreier-Ding macht mich platt. Das kann doch nicht sein. Also hier haben sie nochmal ordentlich angesetzt. Warte mal, wie viele von diesen großen Seelensteinen, großer Seelenstein, okay, Fertigkeit. So, das habe ich. Ja. Ruf mir den Dämon. Wieso weichst du so häufig aus? Wollte schon sagen. Zeit, dass du stirbst, du Lümmel. Jetzt hier noch. Nee, eins weiter. Links. Hier gibt es nämlich wieder noch eine Truhe. Am Anfang versuche ich so viel wie möglich mitzunehmen. Also mit vier Kriegern geht's. Aber man muss schon sagen, alter Schwede. Die fressen wirklich. Die stecken auch gut ein. Aber die geben auch. Also hier farmen, da bist du aber ganz schnell Max-Level. Na gut, wenn du Max-Level bist, kannst du ja nichts mehr machen, ne? Das ist natürlich das Problem. Fähigkeit, Blick der Geister. Wie kommt man da? Okay. Boah, dieses drauf losgemetzeln, ey, der macht so einen massiven Schaden. Alter Schwede. Und jetzt hoch, aufmachen. Speicherstein, okay. Ja, das Problem ist halt durch den Speicherkristall, den ich leider fürs Let's Play brauchte, sind die Speichersteine nicht wirklich, sind die nicht mehr wirklich wertvoll. Früher, oder beziehungsweise wenn du ohne Speicherkristall arbeitest, sind die Dinger schon einiges an, haben die Dinger einiges an Wert, bis du dann später das Schneedorf erreichst und dir die Dinger dann kaufen kannst. Von daher... Sei das mal dahingestellt. Ja, Dämon Level 50 Maximum, siehst du, das wird dann auch passieren, wenn wir hier soweit sind. So, jetzt geht's hier runter. Ich werde bei jeder Ebene abspeichern. Weil ich nicht weiß, was an der nächsten Ebene auf mich wartet. Welch Irrsinn der Menschheit zu glauben, sie sei die Höchste auf Erden. Okay, ja, dann merkwürdig. Irgendwie kommt mir dieser... Irgendwie kommt mir hier alles so bekannt vor. Wie bitte? Das kann nicht sein. Du musst dich täuschen. Vielleicht. Sehr merkwürdig. Und vom
Vampirstein, Lebensrune, das ist eigentlich ganz cool. Natürlich alles auf den Weimar. Der ist ja nicht OP genug. So, nächster Raum. In Ruhe angucken. Unten ist nichts. Da oben auch nicht. Okay. Ich möchte mal eine Schattenexplosion. Warum nicht? Warum mache ich so wenig Damage bei denen, die bei mir so viel? Das ist schon weird. Ich meine, da ich ja den... Ich bin so froh, dass ich den Dämon habe. Der ist... Wow, der hilft mir echt. So, gibt's hier irgendwas? Nein, hier kann man sich nur verirren. Hier gibt's auch wirklich keine Truhen oder so. Hier rein. Und dann nach links. So, okay. Hier gibt's auch wieder ganz viele Sachen, aber hier werde ich das Richtige benutzen. Oh, Feuerdämon. Kritischer Treffer. Jawoll. Allein. Du weißt, ich hab dich lieb. Ich würde eine Vampirheilung gebrauchen. Dankeschön. So, hier runter. Dann dahin und dann. Ja, wieder auf der linken Seite komplett durch. Super. Ah, super, dass der zweite Beholder direkt nichts mehr sehen kann. Ist eigentlich ganz geil. Jetzt hoffe ich nur, dass der erste stirbt. Yeah! America! Fuck yeah! Entschuldigung, ich hatte... Ah, meine ganzen Ohrwürmer heute. Das ist grausam. So, Fähigkeit mit der Geister, okay. Teufelskrallen, okay, hier hoch. Oh, ist das mies. Okay, 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 okay. So. Zack, zack. Wie macht das Damage? Das stimmt von der Komplettlösung nicht wirklich. Okay. Dazu sagen die nichts, warum nicht? Ah, scheiße, jetzt ist mein Dämon weg. Macht aber nichts. Ernsthaft? Kann doch nicht... Alles kann doch nicht sein. Der starrt einmal hypnotisch und die ganze Gruppe schläft ein. Das ist Schwachsinn. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch, dass die Skills spammen und... Es ist einfach nervig.
Es ist einfach nervig. Ich weiß nicht. So, Gegner, ich zieht es einfach ein bisschen gerade in die Länge. Vielleicht sollte ich eher eine Pause machen. Aber das ist... Speicherstein, Flammendrank. Das geht denen eigentlich ganz gut. Weil Elixier. Elixiere hebe ich mir für schwere Kämpfe auf. Aber man muss eine Sache zugute heißen: Lichtexplosion, Eissturm und Flammenmeer. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Mach Aua. Ist okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber so wie es aussieht, Höllenkrieger. Ich den gleichen Weg wie nochmal, weil drei Stück sind mir doch zu viel, vor allem den Damage, den die machen. Oh, super, dass die alle direkt blind sind. Mein Bluttränke und so ein Scheiß habe ich ja mehr als genug, von daher will ich mich gar nicht mal so beschweren. Muss gleich nochmal gucken. Das sind die letzten EXP, die wir kriegen können. Ja, 68 noch, das passt. Ja, ist jetzt hier relativ linear. Also noch ein paar Sachen irgendwie absuchen. Bluttrank. Aber so Besonderes ist da jetzt nichts mehr zu sehen. Lichtexplosion, das da und der Käse ist gegessen. Boom, boom, boom. Wunderbar. Ja, das Lichtexplosion bei denen hilft, ist klar. Das sind ja Augen. Also 5 Schritte sollten mindestens sein, nicht... Ich will es nur noch hinter mich haben. Nee, Abraxas, ich muss ganz ehrlich sagen, so geschichtmäßig super, aber Abraxas Turm hat einfach den Rest. Hat einfach den Rest gefickt. Da hast du auch keinen Bock mehr. Generell. So, aber... Wir sind auch schon bei der Zeit angekommen. Daher müssen wir das erkunden auf die nächste Dingsbums weiterlegen. Von daher bis nächsten Part. Ciao, V.